meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Inferno. Lecky schmecky. Ich hoffe, dass wir heute einen Legend Boy haben. Ganz bestimmt, oder? Die letzten paar Dinger waren ja doch ziemlich offensichtlich. Und jetzt, heute, haben wir einen Legend am Start. Passt auf, los geht's. Zack, Legend. Sieht bis jetzt gut aus, Aspekt. Komm schon, mach weiter. Mach weiter so. Ah, ist hier nicht so ganz sicher. Oh! Oh, man hat ihn scopen gehört, oder? Also ich habe ihn, glaube ich, scopen gehört, aber dass man da direkt so trifft, naja, gut, kann sein. Ne? Ich meine, das ist ein Spot, den man auf jeden Fall pre-aim oder, ja, pre-befeiern kann. Pass mal auf, jetzt kommt der von CT. Das war etwas arg früh. Er hat wegen der Smoke die Wand noch nicht gesehen, glaube ich. Und hat aber schon genascht und hat eben von seinem Kollegen einen abgeräumt bekommen. Ja, der wird von seinem Kollegen angeschossen. Uff. Also entweder weiß der Kollege da etwas oder er hat es sogar gesagt. Ich meine, es gibt ja mitunter solche Dummdödel, die halt dann wirklich schreiben, ja, ich bin gerade am Hacken. Alter, krass. Man hat den Schuss gar nicht gesehen, nur gehört. Oh, oh. Wo guckt er denn hin? Er ist aber nicht am Spin-Bötteln, oder? Nee. Die laufen alle ganz normal. Jetzt steht er rum, wahrscheinlich noch schnell was geschrieben. Die Stats sehen wie folgt aus. Also dieser Iceberg scheint auch nochmal ein Ticken nicer zu sein. Vielleicht geplantet oder sowas, aber ja, alles in allem, Wir können auf die Gegner achten natürlich, ob die irgendwas machen, also ob die irgendwie am Rumdrehen sind oder irgendwas ganz Spezielles, sehr arg. Guck mal da, das gezappelt. Als wenn er sich mit ihm unterhalten würde. Guck mal, hier bin ich. Oh, den wird da sowas von haben. Uff. Dicke Uff, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, so Richtung Vision Assist, Aim ist eher lappenmäßig, oder? Also, ich meine, das gerade eben war jetzt nicht ein absolut easy Kill, aber schon, den hätte man schon haben können, ne, den Interesse. Er war noch sichtbar, den hätte man noch wegklatschen können. Vor allem, wenn man gewisse Informationen hat, die man als normaler Spieler eher nicht hat. Oh, er wird, ja, ich wollte gerade sagen, er wird schon längst gehört, aber der Mittelspieler war im Fight. Was würdet ihr sagen hier bei ihm? Na? Vision Assist? Aim Assist? Bunny Hops und sowas, da ist nichts am Start, würde ich sagen. Also in die Richtung ist Other eher... Wow, okay, das war wirklich mehr als Standard. Das war weit über Standard. Ja, ne? Wenn man nochmal zurückgeht auf die letzten Kills, wie gesagt, der erste in Apartments... Der ist, das ist ein normaler Spot. Und der bei CT, naja gut, ich meine, er war noch in der Smoke, dachte vielleicht wirklich, uff, ich schieß mal eben durch den, hier durch den Gang, wie heißt's, den Bogen, den CT-Bogen, wie heißt denn der Spot da auf Englisch? Naja, und er war halt noch in der Smoke und wusste nicht, dass er noch gar nicht da reinschießt. Könnte auch sein, ja. Also es ist auf jeden Fall noch zu erklären. Sein Aiming ist wirklich Premium. Holla die Waldfee. Also ich meine, das könnte ich sein. Ja, das könnte ich sein. Mit der AWP ab und an was Schönes machen. Aber mit der Pistole spielen wir wie so ein Dorftrottel. Ja. It's like Babbler. Übrigens, Leute. Jetzt ist ja gleich wieder Livestream. Und heute werde ich ganz speziell darauf achten, dass ich so genau nicht spiele. Wie mache ich das? Tja, Pistol Aiming wird improved. Einfach so, ohne dass ich was dafür mache. Wird es heute improved sein. Ich weiß es. Ich bin mir sicher. Ich werde mit der... Was treibt der denn? Das war doch ein Molly von denen, oder? Oder kam der von den Gegnern? Ich werde wie Darky mit der Deagle reingehen. Jedes Mal nicht. Zumal wir das letzte Jahr auch gewonnen haben, das letzte High endlich mal wieder. Und von daher natürlich schön safe spielen. Immer wenn ich so eine Situation hatte, wie er vorhin, als die auf B kam und er on spot stand, denke ich mir jedes Mal, warum mache ich das so überhaupt? Es sieht bei anderen so einfach aus, ne? Ich meine, der Gegner kommt ganz statisch, also nicht statisch, aber er kommt gleichmäßig gelaufen. Warum fällt es mir da so schwer, das Fadenkreuz vielleicht ein Stück vorhin zu setzen und dann abzudrücken, wenn er reinläuft, so wie es viele machen. Ich bin dann immer auch so am Rumzappeln wie er. Hm. Aber mit der Scout ging es dafür letztens gut ab. Da habt ihr recht, das war in Ordnung, ja. Oh, sie haben die... Sag mal, schläft er manchmal? Das war eben kurz Stand. Ja. Ich würde sagen, das ist ein dynamisches Overwatch. Die Vermutung von am Anfang lässt Stück für Stück nach. Aufgrund seines Spielverhaltens. Und da wird es dann schwierig. Das war's schon! Du Pisser. Er lässt mich jetzt einfach in der Ungewissheit sitzen, ne?
Ich werde jetzt gleich nochmal in mich gehen und gucken, ob und was ich dann drücke. Schreibt ihr gerne auch, wie es bei euch aussieht, was ihr gedrückt hättet oder drücken würdet. Ich finde auf jeden Fall, dass ich jetzt ab der Hälfte zum Ende hin, dass sich da der Verdacht, den ich hatte, nicht weiter verhärtet hat, sondern eher aufgeweicht ist. Naja. Ich kann es mir jetzt ja auch einfach nochmal angucken. Ne? Ich kann hier unten auf Postpone Judgment drücken und dann einfach nochmal reingucken, um ganz sicher zu gehen, falls ich wirklich, also ne. Ja, gut. Interessant. Es ist auf jeden Fall etwas näher an jemandem, der legit ist gewesen, wie die letzten paar Spiele. Okay, haut rein. Wir sehen uns dann gleich im Stream und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Vielleicht kam mir der Fall jetzt auch einfach nur schwerer vor und ihr sagt alle, nee, der hackt natürlich, du Idiot! Wir sehen es in den Kommentaren. Oh.